Hallöchen! Willkommen zu Yoku's Island Express. Ah, ich habe da ganz kurz reingeguckt, aber auch nur ins Menü. Und wie man schon an der Musik es gleich hören wird, das wird so ein bisschen entspannter, auch wenn die Schnecke da auf dem Bild unten links so ein bisschen grimmig guckt. Aber jetzt gleich die Musik. Ich fand das so geil. Hey, ja. Sehr geil. Wir starten. Zu was muss es? Keine Ahnung, was das sein soll. Und ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe das mal vor einem Jahr oder so in meine Bib geklatscht. Weil ich es richtig nice gefunden habe. Und ich glaube, das wird uns Spaß machen. Es ist eine Mischung aus Flipper und Adventure. Das ist auf jeden Fall der Adventure-Part gewesen. Oh, schön. Können wir hier einfach ins Wasser und sterben? Oh, wir können schwimmen. Oh, Strand von Mokumana. Können wir da richtig dagegen bumsen? Oh, ich habe eine Taste gefunden. Okay, ich habe verschiedene Tasten gefunden. Interessant. Aber lass uns mal vom Spiel erklären, was hier geht. Interessant, dass wir schwimmen können. Okay, das sieht auch creepier. Okay, das sieht noch creepier aus. Posterodactyl, wie geil. Du bist der neue Postmeister, den sie geschickt haben, um mich zu entlasten, oder? Bin froh, dass du da bist. Irgendetwas Großes passiert hier und ich möchte lieber nicht hier bleiben. Bevor ich gehe, habe ich hier noch deine erste Aufgabe, mein altes Postabzeichen. Liefere es an. Nimm den Übersetzer im Dorf. Okay. Der Island Express ist jetzt deine Pflicht. Also gehe sicher, dass du das Abzeichen an Nim auslieferst. Sonst gerätst du in Schwierigkeiten. Das ist alles von mir. Auf Wiedersehen. Viel Glück und kümmere dich gut um den Island Express. Wir sind also ein Postbote. Gut. Du hast das alte Postmeisterabzeichen. Du musst es Nim dem Übersetzer geben. Okay. Wow. Das wirkt weit entfernt. Okay, hier ist nichts. Okay, wir haben hier. Ah ja. Man kann nicht gedrückt halten. Also man kann gedrückt halten, aber da passiert nichts. Ah ja. Gut zu wissen. Also links blau, rechts orange und beide für diese zusammengewürfelten Teile. Das ist ein Safe Point, okay. Ah, oh, okay, das wirkt etwas brutal. Wir hängen sozusagen an der Kugel mit. Kann ich einfach. Ah, ich kann hier einfach rein. Okay. Wow, holy fuck! Phosphor. Was glaubst du, wohin du hingehst, Postmeister? Das ist mein Teich! Wenn du ihn überqueren willst, musst du die Gebühr bezahlen. Weißt du, was ich haben möchte? Wächst hoch oben bei den Klippen. Saftige Buchtpilze. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an sie denke. Wie auch immer, besorge mir einen großen, dann lasse ich dich den Teich überqueren. Geht klar. Finde einen Buchtpilz. Jawohl. Wir haben genug Zeug, um das hier freizuschalten. Also diese Obstteile sind scheinbar die Währung. Oh. Eigentlich wollte
da noch die Sachen da freischalten, weil ich wissen will, was das bringt. Ah, Bonusobst. Ich glaube, davon kann man nie genug haben. Ist auch geil, wie du da das Level mit, ja, steuerst. Dass du sagst, hey, ich kann hier nach links, rechts und so weiter. Was ist das hier? Du hast einen Weitling gefunden. Glück kommt zu denen, die eine Menge von ihnen sammeln. Oh, schierig. Okay. Und da, oh, da kannst du dich da unten quetschen lassen, oder was? Ja, moin. Und da geht's dann in die Richtung zurück. Ah, ja. Das Obst ist da despawned. Gut zu wissen. Was ist mit den Windrädern? Damit kann man nichts anfangen, scheinbar. Aber da sind viele. Warum kann man damit nichts anfangen? Okay. Da kannst du reinluschern. Kannst du das irgendwie steuern? Nee, du siehst einfach nur ziemlich das Level. Irgendwas wird das mit den Windrädern doch auf sich haben. Schlaf. Oh, kann man damit was aufwecken, den Duter? Du hast den Lärmmacher, es ist kein Posthorn, aber es wird schon reichen, drücke A, um mit seinem Horn Aufmerksamkeit zu erregen. Oh, wie geil, du kannst das Zeug da wegpusten. Oh no. Ihr Armen, es tut mir jetzt schon leid. Ja, moin. Baldino, ich komme gerne her, um nach Pilzen zu suchen. Das ist ein toller Ort, um Pilze zu sammeln. Aber du musst vorsichtig sein. Giftpilze wachsen gerne in der Nähe der Bruchtpilze. Ein einziger Bissen genügt, um jemanden tagelang das Licht auszuknipsen. Wenn du trotzdem ein paar Pilze sammeln willst, empfehle ich die Klippen an der Ostseite. Dort wachsen die saftigsten. Okay. Kann man das öfter machen? Passiert dann noch mehr? Es tut mir leid. Bitte deabonniert mich nicht deswegen. Ah. Toll, das eine liegen lassen. Oh, ich hab so Bock, das einfach nur zu spammen, ne? Das ist auch geil, dass es einfach automatisch funktioniert hier. Oh. Aha. Ja, das sagt jetzt alles nicht wirklich viel. Ach ja, ach, man kann sich hier reinbumsen lassen. Okay. Oh Mann. Die arme Ameise. Also lass mal kurz gucken. Naja. Einfach Vollstoff irgendwo hinballern. Okay. Da oben hin ist auf jeden Fall nicht die richtige Art und Weise. Warte mal, was sind denn die... Moment. Ja, immerhin kriegen wir da ein bisschen was, aber... Ich will eigentlich wieder hier nach... Okay. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen nach rechts. Klasse. Ah, oh, den wollte ich nicht. Oh. Come on. Okay. Wir sind hier oben. Du hast einen saftigen Buchtpilz. Lecker. Jetzt sollen wir den Aal füttern.
Du hast einen Giftpilz. Wer ihn isst, wird lange Zeit außer Gefecht sein. Das heißt, man könnte höchstwahrscheinlich den Aal auch vergiften. Mal gucken, was eigentlich hier unten Sache ist. Also man kann auch maximal 100 Früchte haben. Oh Gott, die arme Ameise. Die arme Ameise, ey. Falls das eine Ameise ist, ich nehme. Nee, warte mal. Vielleicht. Oh. Oh. Ach, da muss ich mit Schmackes dagegen, oder was? Oh, Mann. Hey, Meister. Oh, was ist dieser köstliche Duft? Rieche ich da etwa einen Buchtpilz? Oh, mach schon, gib ihn her, dann lasse ich dich vorbei. Entweder Bucht oder Giftpilz. Komm, wir geben dir mal den Giftpilz. Den Buchtpilz. Ich nehme mal an, der wird uns nicht vorbeilassen. Aber wir sind einfach mal nett. Oh, köstlich. Du bist kein schlechter Käfer. Geh schon und überquere meinen Teich. Ich halte dich nicht weiter auf. Oh, okay. Ich dachte, er würde uns nicht durchlassen. Was das da unten ist? Uff, mal kicken. Ich liebe das Trötergedöns. So, was ist das hier? Oh, Schlüssel. Okay. Bling, blong, bling. Und da unten ist auf jeden Fall eine Kiste. Ich hing da gerade ein bisschen fest. Wie kommt man da unten hin? Vielleicht hier durch? Nee. Ach, warte. Einmal hier und dann einmal... Vielleicht können wir dann auf der rechten Seite ein bisschen nach unten. Oh Mann. Ich kann nicht anders. Was ist das? Ein Obstkorb. Du hast ein Geldbeutel-Upgrade bekommen. Jetzt passen 150 Früchte rein. Ja, nice. Hallo. Tweepers. Hey Käfer, hilf uns mal. In unserem Nest sind jede Menge Ruslinge. Bitte beseitige sie. Dann geben wir dir etwas Schönes. Geht klar. Aber ich will erstmal hier links den Wildling haben. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Es wird auch nicht angezeigt. Man muss irgendwann scheinbar auch tauchen können. Aber wohl noch nicht. Okay. Bienenlinie. Hm. Ja, dann lassen wir hier nach unten treten. Oh Gott, das sieht aus, als hätte er Angst. Okay. Dann holen wir uns einfach mal die Schlüssel. Ach man. Flipper waren schon immer geil. Plom. Können wir da einfach hier so? Oh, fast. Easy. Bams. Da freut sich die Meise.
Oh Mann. Das Spiel hat echt Charme. Das gefällt mir. Was? Yoko's Island Express. Oh, da oben ist eine Schatztruhe. Ja, wie geil. Bams. Alter! Wie ist es da lang zieht? Sollte ich aufstehen? Okay. Toll gemacht. Danke, dass du die Ruslinge beseitigt hast. Sind jetzt nicht mehr unser Problem. Wow, dafür kriegen wir ohne Witz einfach nur so ein paar Teile. Biene? Hey! Rücktreter, okay. Endlich, ich war viel zu lange in diesen muffigen alten Topf eingesperrt. Mein Name ist Rücktreter, ich bin neu hier. Ich schätze, ich schulde dir etwas, weil du mich rausgelassen hast. Also hör zu. Ich halte diese Dornen von dir fern und helfe dir auf den Turm. Das ist der einzige Weg, wenn du das Dorf erreichen möchtest. Die Dornen hältst du fern? Inwiefern? Ach, frei nach dem Motto, wir können da nicht drauf fallen? Ah. Okay. Gut. Ah, und hier ist dann ein Rückweg-Bumper. Hey, wir sind ein ziemlich gutes Team. Ich glaube, ich bleibe noch etwas länger und helfe dir. Oh, danke schön. Okay. Finde Freunde. Rücktritter hat sich dir angeschlossen. Rücktritter erscheint nun zufällig in Blasen und blockiert dornige Gruben. Nice. Kann man hier wieder... Ach, das ist einfach nur der normale Rückweg. Auch nur zufällig. Okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. Unser Rückweg ist hier und wir haben gesehen, was passiert, wenn wir Schaden kriegen. Wir verlieren Obst. Dorf. Wie heißt das? Mokumana. Lass aber erstmal hier rüber gucken. Was gibt's hier? Ordentlich Obst. Gorillawälder. Große Affe. Ja, lass mal gucken, was hier so geht. Oh. Nichts, solange wir keine 80 Früchte haben. Hey, du bist der Käfer, der die Ruslinge vertrieben hat. Ich habe ein tolles Angebot für dich, weil du so ein toller Typ bist. Ein größerer Geldbeutel, damit du noch mehr Obst mitnehmen kannst. Für 100 Früchte gehört es dir. Wir haben noch keine, sorry. Schon gut, komm wieder, wenn du deine Meinung änderst. Ja, danke. Also hier brauchst du echt einiges, um Sachen freizuschalten. Schneckengärten. Ja komm, lass mal hier reinkicken, was da gibt. Redet ihr mit mir? Ui, da. Die reden nicht mit mir, wie es aussieht. Die Schnecken sind instabil, wenn sie brünstig sind. Ein kleiner Stups und dann... Ich bin der Schneckengärtner. Schön, dich zu treffen, Käfer. Die Schnecken werden zu einem echten Problem. Ich würde mich selbst drum kümmern, aber... Alle Schneckenkontrollwerkzeuge sind in meinem Schuppen. Er ist auf der Wiese, aber der Weg dorthin ist voller Schnecken. Falls du vorhast, ins Schneckengeschäft einzusteigen, kannst du dir gerne meine Werkzeuge ausleihen. Vergiss nur nicht, auf dem Weg hinüber zur Wiese die ein oder andere Schnecke explodieren zu lassen. Wollen wir erstmal zum Dorf? Erhalte die Gartengeräte. Dorf oder hier rein? Ah, erstmal hier rein. Au, au, au. Das war mein Schmerzensschrei. Ah, da kannst du hier auf der linken Seite mit dem rechten Bumper. Uff, ungünstig. So ein bisschen den Dude festhalten.
So ist die Biene gemeint. Bam bams. Oh no. Das war Absicht, damit ich da durch kann. Schön, dass mir das so weit geholfen hat, dass es mir gar nicht geholfen hat. Hey. Dankeschön. Und da oben links ist noch ein Wildling. Oh. Das war elegant genau falsch Wow. Elegant genau falsch gedüdelt. Sag mal, kann ich das Ding da oben nicht kaputt machen? Das sieht aus, als würde es nicht schwächer werden. Okay. Gut zu wissen. Dann noch einmal da oben durch und dann müsste wieder irgendwas Positives passieren. Oder auch nicht. Ach, dann ist frei. Okay. Gut zu wissen. So, was ist denn hier los? Interessant. Einfach eins nach dem anderen. Es gibt noch irgendwo einen anderen Schlüssel? Ah, der ist hier gespawnt. Lass mal runterfallen. Oh, hat nicht gereicht. So, Platz gemacht. Nice. Ich finde das Spiel richtig schnieke. Schneckengärten oder zum Dorf? Wir gehen zu den Schneckengärten. Okay, kann ich dann hier hoch? Okay. Nice. Oh. Ah ja doch, hier ist eine Gießkanne. Du hast den Schneckensauger, halte LT oder RT gedrückt, wenn du in der Nähe einer Schnecke bist, um sie einzusaugen. Warum sollten wir die einsaugen, wenn die doch sowieso explodieren? Okay, das Spiel verspricht interessante Mechaniken. Also die Sachen, da wo wir noch nicht hinkommen. Ach, okay. Die falsche Taste gedrückt. Dachte schon, warum wird das denn hier auf einmal so lahmarschig? Ich habe die fucking Taste gedrückt gehalten, wahrscheinlich zu früh. Okay, schmeckt wie Hühnchen. Und damit haben wir dann... Ach, so kriegst du die Teile kaputt. Ja, nice. Ja, nice. Okay. Ah. Bams, okay. Du kannst sie also nicht mitnehmen. Na, come on.
Ach, Mann, ich will nur darüber. Alright, dann können wir es da... Oh, nach oben. Oh, klasse. Das war... Ja, geil. Kann uns gleich die... größere... Tasche leisten. Also, wir können die uns schon leisten, ne? Wir können sie halt... gleich mitnehmen. Bams! Zack. Ja, das mit den Schnecken ist seltsam, aber schon irgendwie cool. Nice. Also ich werde auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Spiel haben. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich finde das schon schnieke. Allein von... Ja, Story jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber so soundtechnisch und alles mögliche ist schon geil. Die meisten Leute fürchten sich vor den Schnecken, aber nicht wir Schneckenjäger. Wir sind die Bastion zwischen Schnecke und der Zivilisation. Und übrigens, wenn du auf dem Weg in das Dorf bist, empfehle ich dir, dich nach dem großen Affen links zu halten und auf den Turm zu klettern. Okay. Dann lass uns doch nochmal hier runter. Wir können jetzt nämlich das Ding explodieren lassen. Okay, danke. Ich brauche nur die Schnecke. Gut. Nice. Bams. Oh. Aber wie man es dann da hochkommt, wird auch schwierig. Auf zum Dorf oder wie schaut das aus? Erstmal ja. Uns die Tasche holen, ja? Ja, gib mal. Bitte schön, danke schön. Bams. So. Um von unten weiterzukommen, brauchen wir aber 80 Obst. Warte mal. Wie viel brauchst du hier, um das freizuschalten? Auch 80. Uff. Ne, plumm. Plumm. Au, au. Oh, da links ist ein Russ, nicht Russling, Wildling. Schnieke. Come on, ich brauch dich auf den blauen, danke. Ja. Ja, so bestimmte Sachen zu treffen ist... Ja! Teilweise mies. Kann ich vielleicht mal nach rechts rausschießen? Ich will auch gucken, dass ich es da... vielleicht nach, nochmal nach links da hochkomme. Aber man kann sich auch hier bewegen. Oh. Okay. Aber nur wenn man ein bisschen langsam unterwegs ist, aber gut zu wissen. Mann, ich will da links zu dem Dude.
Ach. Das Ding da oben links dreht sich je nachdem, wie oft man die Flipper gedrückt hat. Heißen die Teile Flipper? Wie komme ich da links hin? Wie komme ich da nach oben? Mit dem blauen? So weit wie es geht nach links? Och, das ist auf jeden Fall schmerzhaft gewesen. Oh, was ist jetzt passiert? Ich habe zwar... Was, eine geheime Höhle? 10? What? Was war das denn? Keimblasenschimmer, was das gewesen ist. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten... Warte. Oh! Ich wollte mich da links rüber schummeln. Und da runterfallen. Mal gucken, ob wir das gleich nochmal hier hinbekommen. Okay. Och, ist das... komm schon! Nice. Oh nein! Shit, ich bin an dem Dude vorbeigefallen. Ich wollte doch zu dem Dude. No. No. Come on. Schon. Oh. Ich versuche das jetzt nochmal kurz in der Folge. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, vielleicht wenn wir den da machen. Okay. Dann nach rechts. Jo. Wunderbar! Dann sehen wir uns in der nächsten Folge da oben wieder. Leute, macht's gut, bis dann und ciao!